Sozialdemokraten können laut der aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen wieder etwas zulegen. Gleichzeitig ist aber eine Mehrheit mit der Arbeit von Kanzler Olaf Scholz unzufrieden. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervor. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die SPD mit 19% 2 Punkte hinzugewinnen im Vergleich zur Umfrage vom Vormonat. Die Union fällt um 1 Punkt auf 26%. Auch die Grünen verlieren 1 Punkt und kommen auf 15%. Die AfD bleibt mit 20% auf dem 2. Platz. Die FDP käme unverändert auf 7%. Die Linke gewinnt 1 Punkt und landet bei 5%. Die übrigen Parteien haben zusammen 8%. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hätte somit keine Mehrheit im Parlament. Unterdessen sind 51% der Befragten unzufrieden mit der Arbeit des Kanzlers. Zufrieden darüber äußerten sich 43%. Im Allgemeinen findet eine Mehrheit von 58% auch, dass die Ampel ihre Arbeit eher schlecht macht. Gleichzeitig sagen 52%, dass es eine Bundesregierung angeführt von der Union nicht besser machen würde. Und lediglich 22% aller Befragten sind der Meinung, dass sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz als Bundeskanzler eignen würde. 69% sehen das nicht so.